Bist du auch ein Fan von Handmühlen und bereitest sowohl Espresso als auch Filterkaffee zu? Dann ist vielleicht diese Mühle, die JX Pro von Onesiespresso, die perfekte Mühle für dich. Ob sie wirklich so gut ist, das erfahrt ihr im heutigen Video. Hi und herzlich willkommen auf dem Coffee Circle YouTube-Kanal. Auf diesem Kanal erfahrt ihr alles rund um das Thema Kaffee. Im heutigen Video schauen wir uns diese Handmühle an. Die JX Pro von Onesiespresso. Die Handmühle ist auf jeden Fall deutlich schwerer als alle anderen Handmühlen, liegt aber sehr gut in der Hand und fühlt sich sehr hochwertig an. Für unseren Test bereiten wir sowohl Espresso als auch French Press Kaffee zu, damit wir beide Extreme einmal aufzeigen können. Wie du weißt, finden nicht nur wir, sondern Kaffeeliebhaber auf der ganzen Welt die Kommandante wirklich hervorragend. Es ist eine tolle Handmühle, die sehr gut verarbeitet ist, aber auch ihren stolzen Preis hat. Die Onesiespresso könnte tatsächlich eine sehr konkurrenzfähige Alternative zur Kommandante sein. Falls du einen ausführlichen Bericht über die Kommandante sehen willst, dann schau gerne das Video in der oberen rechten Ecke dir an. Die Onesiespresso ist sehr leicht zusammenzubauen. Man hat hier einmal den Metall-Auffangbehälter, den man hier unten einmal ranschraubt. Ich mag das Kreischen nicht ganz so gern. Außerdem kann man den Griff hier oben einmal aufsetzen, wie bei der Kommandante auch, und schon kann es losgehen. Jetzt fällt schon auf, dass die JX Pro sehr, sehr schwer ist. Das liegt daran, dass die ganze Mühle aus Edelstahl gefertigt wurde. Außerdem hat man hier oben einen Gummiring, der den Grip nochmal verbessert. Trotz des Gewichts liegt sie super in der Hand oder vielleicht genau sogar deswegen und lässt sich ganz gut bedienen. Der erste Eindruck ist also durchaus positiv. Das Design finde ich sehr ansprechend und auch die Verarbeitung lässt nicht zu wünschen übrig. Ob sie aber auch guten Kaffee mahlt, das finden wir jetzt heraus. Wir bereiten mit der Onesiespresso JX Pro einmal ein Espresso und einmal einen French Press Kaffee zu. In die Mühle passen 30 bis 35 Gramm Bohnen. Für Espressos brauchen wir einen besonders feinen Mahlgrad. Das Mahlrad befindet sich bei der JX Pro oben an der Kurbel. Du siehst hier 10 Nummern mit insgesamt 40 Klicks in einer einzigen Umdrehung. Insgesamt hat die JX Pro knapp 200 Klicks. So kannst du exakt einstellen, wie fein gemahlen du dein Espresso haben möchtest. Erst solltest du das Mahlrad in die Ausgangsposition setzen und von dort an zählen. Dafür drehst du das Rad mit den Fingern im Uhrzeigersinn, bis es sich nicht mehr bewegt. Jetzt mahlt die JX Pro so fein, wie sie kann. Ein kleines bisschen nervig ist, dass sich das Rad nur mit den Fingern einstellen lässt und du immer wieder gegen den Rand kommst. Du brauchst also ziemlich dünne Finger. Das Mahlen mit der Kurbel macht aber Riesenspaß. Die Mühle ist schnell und ziemlich leise. Je gröber der Kaffee gemahlen wird, desto leichter geht natürlich das Kurbeln. Das Mahlgut ist richtig homogen und der Espresso schmeckt echt gut. Es ist kein Gramm verloren gegangen und auch das Reinigen mit dem beiliegenden Pinsel ist total easy und geht schnell. Für den Espresso hat uns die Onesiespresso auf ganzer Linie überzeugt. Funktioniert sie aber auch für die French Press. Für die French Press brauchst du einen groben Mahlgrad. Wir probieren jetzt den gröbsten aus und schauen, ob das was wird. Du siehst und hörst vielleicht auch schon, dass es sich viel leichter kurbeln lässt. Es geht fast wie von selbst. Und krass, das Mahlgut ist total grob, aber immer noch ziemlich homogen. Rein optisch kann die Onesiespresso auf jeden Fall überzeugen und auch das Mahlgut ist super. Die JX Pro hält, was sie verspricht und mahlt sowohl tollen, feinen Kaffee für Espresso als auch groben Kaffee für die French Press. Für die Onesiespresso JX Pro können wir eine klare Empfehlung aussprechen. Die JX Pro ist ein perfekter Allrounder, was eine Seltenheit ist, und mit 180 Euro absolut fair bepreist. Der Mahlgrad ist sehr fein justierbar, das Kurbeln fällt super leicht und auch das Mahlgut ist super homogen. Außerdem ist ein nettes Add-on, dass der Auffangbehälter der JX Pro perfekt in einen Portafilter passt, als auch in die AeroPress. Die zwei einzigen Makel, die wir gefunden haben, ist, dass der Mahlgrad nicht ganz so einfach einzustellen ist und dass durch die kleine Öffnung relativ viele Kaffeebohnen auch mal daneben gehen. Wenn man aber über diese zwei Makel hinwegschauen kann und sich eine Handmühle im hochpreisigen Segment anlegen möchte, dann ist die JX Pro auf jeden Fall eine tolle Mühle. Wenn dir das heutige Video gefallen hat, dann lass uns gerne ein Like da, abonniere unseren Kanal für weitere Videos und wir sehen uns dann beim nächsten Mal.